wir sind wieder unterwegs Richtung Alanya, haben jetzt noch 42 Minuten vor uns und wollen frühstücken beim Dim Chai. Fluss, da ist das Meer an. Unser Fluss war uns nicht genug, deswegen gehen wir zu einem anderen Fluss. Aber wie voll ist das? Ob wir mal was essen, ist fraglich, weil wir gestern so viel gegessen haben. Ja. Sind alle noch voll, aber wir haben ja noch 42 Minuten vor uns. Ja. Und dann ist ja, steht ja immer noch nicht fest, ob wir genau zu diesem Restaurant gehen, weil wir wollen uns da mal durchfragen und gucken, wie es so ist, weil manche Bewertungen sind echt unterirdisch von den Restaurants. Von wegen für Pommes und zwei Cola 19 Euro. Ja, mal gucken, ob wir da was Günstiges finden, was man auch dann vielleicht empfehlen kann. Ja. Aber da ist halt viel Tourismus, deswegen ist die Hoffnung sehr gering, dass wir da was finden. Aber wir gehen mal hin, schauen uns das an und nehmen euch mit. Dann könnt ihr mal gucken, ob es sich lohnt oder nicht. So, wir haben jetzt mal eins ausgewählt. Das Frühstück ist zwar auch teuer, die sind alle irgendwie teuer. Ja, okay, Schatzi. 375 soll hier das Frühstück kosten. Aber das ist so der Ausblick hier direkt auf dem Wasser. Dann kannst du dann hier so essen. Naja, es ist halt mal so ein Erlebnisessen hier. Flieg hier hin. So, es ist hier sehr laut. So, der Ausblick. Aber ja, auch so mit Touristenattraktionen, mit so einem Papagei wie immer. Und hier sitzen wir jetzt und frühstücken. Das Frühstück, es sieht zwar viel aus, aber man sieht dann hier. Aber guck mal, ich hab die jetzt gestapelt. Da kann man schon gemischt, ja, aber. Aber ich glaube, wir kriegen kein Gößle mehr. Das sind unsere Brötchen. Ja. Und den Tee musste man extra kaufen. Wir haben jetzt nochmal 100 was? 190 für den Tee und 375 pro Person fürs Frühstück. Ja, schon recht teuer. Hier ist auch sehr laut, weil da hinten die Boxen sind. Und das Wasser, wir haben jetzt unseren Platz gewechselt, weil da hinten auch so viel Sonne war. Ja, gucken wir mal, wie es schmeckt. Probieren wir uns mal durch. Manche Sachen sind mir nicht so. Also warum man Blumenkohl bekommt. Ja, ich glaube, es wird nicht unser Lieblingsrestaurant. Und wie gesagt, es ist so einer, der 2000 Bewertungen hat. Und eigentlich wollen wir, da gehen wir da nie hin, weil das alles gekaufte Bewertungen sind. Aber hier sind so viele Frühstücksrestaurants an einem Fleck, dass wir jetzt doch genau den genommen haben. Da, wo ich nicht hin wollte. Aber naja. So, Fazit. Fazit macht die Gina. Fazit macht die Gina. Scheiße. Schmeckt scheiße. Wir haben hier einen noch übrig, das nicht gewürzt war und in Öl schwimmt. Gina wollte Nuss essen, die war verfault, okay, ja. Wir können ja alles mal kommentieren. Viel abgepackte Sachen. Naja, wenn ich halt ins Restaurant gehe, dann möchte ich halt keine abgepackten Sachen essen. Das kann ich mir dann selbst im Supermarkt holen. Der Tee schmeckt gut. Der Tee ist lecker. Der hat ja auch extra gekostet. Ja, genau, deswegen muss er schmecken. Ja. Der Käse ist halt so ein billiger Käse ohne Geschmack. Ja. Den kriegst du auch im Hotel. Was ich eben die ganze Zeit gesagt habe beim Essen, das ist nicht schlecht. Es ist halt aber auch nicht gut. Ja. Und es ist halt teurer. Ja. Und es fehlen sehr viele Sachen. Wir hatten kein Gößle mehr. Wir hatten kein, wie heißt es, Pische? Pische. Das ist Langosch. Langosch. Ja. Und naja, normalerweise essen wir alles auf und lassen sehr wenig übrig, auch wenn wir schon mehr als voll sind. Aber nicht mehr. Davon sind wir leider nicht überzeugt. Und wir kommen auf jeden Fall nicht mehr. Ilja sagt drei. Wo sind wir denn? Wir sind hier. Ja, wir sind hier im Dim Chai Panorama Picknick.
Also ich glaube tatsächlich, aber es wird hier überall mehr oder weniger so sein. Es ist einfach so ein Touristenabklatsch, wo ganz viele Leute hingebracht werden mit Bussen und das ist alles. Man muss halt, das ist ganz nett hier auf jeden Fall, so von der Atmosphäre her ist okay. Aber wir wohnen leider nicht in allein, deswegen können wir nicht die anderen testen. Ja. Man muss sich jemand anderes dafür opfern. Aber was wir sagen können ist, spart euch den Weg hierher und probiert mal die anderen aus. Vielleicht habt ihr da mehr Glück. 2,5 Sterne wegen dem Orange. Meine nicht gut? Okay. Du bist eine Limette? Okay. Den Weg zur Toilette haben wir tatsächlich hier noch einen Pool entdeckt. Das gibt es aber hier bei fast jedem Restaurant dabei. Ich habe schon gedacht, hier gibt es gar keins. Aber, ja, das sieht tatsächlich ganz gut aus. Auch wenn das Essen nicht so toll war. Sieht das ganz witzig aus. Ich weiß allerdings nicht, ob die Benutzung kostenlos ist. Das ist ja auch manchmal so ein Ding, dass man dann dafür nochmal was bezahlen muss.